Moin Leute, heute was ganz, ganz Besonderes für euch, und zwar die A&K MSK CQB. So Leute, kommen wir zum Lieferumfang. Ihr habt dabei natürlich die Airsoft an sich, zwei Midcap-Magazine. Danke, danke, danke. Midcap, zweimal Midcap. Danke, danke. Ein Speedloader, der ja, funktioniert, macht was er soll. Ein Tool zum Einstellen von Korn, ein Tütchen BBs, ja, unbekanntes Gewicht, weg damit, Laufreinigungsstab und natürlich, wie üblich, die Schussstatistik von Begadi. Irgendwelche Instruction Manuals hatten wir jetzt bei unserer nicht dabei. Kann daran liegen, dass wir halt eine Review-Waffe gekriegt haben, weiß ich jetzt leider nicht genau. So, kommen wir zum Ersteindruck und zur Verarbeitung. Die technischen Daten, die blenden wir euch an der Seite mit ein. So, ihr nehmt die Airsoft aus dem Karton und also das erste Mal anfassen, sehr, sehr geil. Gerade hier vorne der M-Lock-Handschutz hier, also richtig, richtig geil. Der Kunststoff ist hochwertig, fässt sich auch sehr gut an. Das Ganze hier klappert nicht viel. Irgendwas hier drin, ich weiß nicht genau, was es hier ist. Genau. Wenn er dann ein bisschen an den Schaltern und an den Knöpfen rumspielt, was vermutlich jeder machen wird, wenn er das Ding auspackt, da passt meiner Meinung nach jetzt nie alles perfekt. Also gerade hier vorne der Knopf, der lässt sich so fast gar nicht drücken. Das hier ratzt extrem hier auf der Seite, der schuppert einfach hier am Kunststoff richtig lang. Ja, das. Die Kimme, die ist abgeschraubt im Karton, die haben wir jetzt natürlich draufgeschraubt. Also, ja, die wackelt und macht hier rum. Da kommen wir dann in den Details natürlich nochmal näher dazu, zu den ganzen Sachen. Hier hinten ist alles ein bisschen. Ja, also, ihr packt es an und vom Anfassen sehr, sehr hochwertig, aber leider so einige Knöpfe und Hebel irgendwie nicht so ganz geil. Kommen wir dann auf alle Fälle in den Details natürlich nochmal speziell dazu. Aber sonst, schönes Gewicht, sieht auf alle Fälle auch richtig geil aus. Wir haben ja hier die Bicolor-Variante, die gibt es ja dann noch in ganz schwarz. Ist schon geil. Also, wo ich den Karton das erste Mal aufgemacht habe, da habe ich schon erstmal große Augen gekriegt, das ist Fakt. Also in den Details kommen wir dann nochmal näher auf das Ganze ein. Jetzt kommen wir aber erstmal zum Chrono und zum Schusstest. Thank you.
kommen wir mal zum Fazit des Schusstests. Also, ihr habt es gesehen, Schusstest war etwas schwierig, es war windig und die Scopecam hat nie funktioniert. Ich kann es mir nicht erklären. Die hat zwar geblinkt und geleuchtet, aber es waren keine Aufnahmen da. Das heißt, ihr müsst leider mit den Aufnahmen der GoPro vorlieb nehmen, genauso beim Reichweitentest. Schusstest, ihr habt es gesehen, wenn ich Einzelfeuer schieße, dann hast du natürlich, es wackelt und du hast den Wind. Das heißt, eingespannt in der Halle ist das Ergebnis definitiv besser. Wenn du jetzt aber, wie man es halt macht beim Airsoft, nie Einzelschuss abgibst, sondern halt immer so ein bisschen Burstfeuer, dann triffst du auf jeden Fall, habt ihr ja gesehen beim Schusstest, wo ich dann Burst geschossen habe, du hast das Ziel ist auch nicht groß, das ist 45 Meter, das ist ein A4-Blatt, ne, und das Ziel ist 20x20, das ist nie viel. Und gerade wenn du dann nur mit einem 6-fach-Scope arbeitest, ist das wirklich relativ weit weg. Gehen wir weiter zum Reichweitentest. 55 Meter keine Probleme, 60 Meter genauso keine Probleme. Über 60 Meter würde ich definitiv auf 0,30er, 0,32er setzen, weil 0,28er haben dann schon leichte Probleme. So bei 65 Meter kriegst du eher einen Overhop rein, als dass die Kugel stabil fliegt. Mit 0,32 Gramm waren 65 Meter genauso machbar, auch 70 Meter. 70 Meter musst du aber schon stellenweise Burst schießen, weil so einen gezielten Schuss, das, gerade wenn Wind ist, wird das dann schon bedeutend schwieriger. 75 Meter habe ich dann mal so als Scherz gemacht. Schade, dass halt die Scopecam nicht funktioniert hat. 75 Meter sind auch machbar mit Burst. Also du hast schon ein paar Kugeln, die fliegen dann schon stellenweise runter. Aber der Großteil fliegt einfach noch weiter und trifft das Ziel. Wenn du jetzt noch ein bisschen überhaupt drauf gibst, dann sollte sich das Ganze natürlich verbessern. Ich habe es in den Hop so eingestellt, dass es ganz wirklich minimal angehoben wird und dann nach unten geht. Genau. Eventuell könnte man dann mit 0,36 Gramm noch mal mehr erzielen. Dafür braucht man natürlich aber wieder den anderen Lever, was Begadi schon auf der Webseite schreibt. Dazu im Thema Hop-Up mehr, wenn ihr das wissen wollt. Also Schussergebnisse mäßig war das bisher mit der ICS ARK so das Beste, was wir aktuell da hatten. Das Ding macht Spaß und damit lässt sich auf dem Spielfeld auf jeden Fall was reißen. Spieltagsfazit. Machen wir es kurz. Wir konnten leider nicht spielen. Das heißt, wir haben das Ding auch nie auf dem Spieltag getestet. Meine Einschätzung wäre, da das Ding reichweitenmäßig und auch vom Ansprechverhalten super ist, denke ich, sobald ihr dort vorne den Akku reingefriemelt habt und euch andere Magazine besorgt habt, außer die Standardmagazine, weil bei unserer Version passen die echt bescheiden rein. Ne, so ein bisschen nötteln, dann gehen die rein. Wieder so ein bisschen nötteln, dann gehen die raus. Das könnte auf dem Spielfeld, wenn es schnell gehen muss, Probleme machen. Die E- und C-Magazine haben bedeutend besser funktioniert bei uns und sind noch nicht so lang. Diese Magazine sind halt so urig lang. 3 bis 4 mm, 30 bis 40 mm länger als ein normales Stahlblechmagazin. Das sieht halt auch nicht so schön aus. PMAG-Magazine oder Standard-kurze Stahlblechmagazine sehen bedeutend besser aus in dem Teil. Aber sonst, ihr habt hier Rails dran, das Ding ist schön führig, es ist kurz, die Reichweite ist super. Das Ding wird euch auf dem Spieltag super Dienste leisten. Mehr gibt es dazu jetzt nicht zu sagen. Kommen wir zu den Details und den Markings. Fangen wir natürlich wieder vorne bei der Mündungsbremse an. Hier haben wir ein 14 mm Negativgewinde drauf. Ja, brauchen wir jetzt nie abschrauben. Sollte ja jeder wissen, wie es aussieht. Genau, dann haben wir hier drin eine nachgebildete Gasabnahme und eine Verstellung hier vorne. Ja, schöne Spielerei, sieht gut aus. Es hat natürlich absolut keinen Nutzen bei uns im Airsoft. Hier haben wir natürlich die schöne M-Log Rail hier, richtig schön gearbeitet, schön massiv, lässt sich nie zusammendrücken und gar nichts. Also einfach nice, ganz ehrlich, richtig nice, das Ganze. Hier oben haben wir das Korn, das lässt sich aufklappen über diesen kleinen Stift hier. Ja, das ist... Oder wir bauen sie einfach... Jetzt ist der Stift weggeflogen. Alles okay. Jetzt ist der Stift weggeflogen. So, wir können das easy peasy abbauen, das Ganze. Hier ist er. Also, so baut er
das Korn ab. Bleibt dann nur diese hässliche Aussparung übrig. So, habt ihr gesehen? Wenn ihr das quasi hier hinlegt und diesen Stift hier betätigt, dann kann es passieren, jetzt passiert es zum Beispiel gerade wieder, dass einfach dieser winzige Bolzen, der das Korn hält, einfach locker wird und rausfällt. Also am besten einfach in dem Winkel betätigen, falls es überhaupt betätigt, weil sonst fliegt das halt einfach raus. Natürlich ärgerlich. Also wenn der jetzt auf dem Feld weggeflogen wäre, ich glaube, in der Wiese hätten wir den nie wieder gefunden. Also wie gesagt, ich halte jetzt hier den Finger hin, damit ihr das besser seht. Hier reindrücken, dann könnt ihr das aufklappen. So, das kommt dann wieder raus hier, der Nupsi, und dann ist das Ganze fest. Was mich hier extrem nervt an diesem Ding, mal abgesehen davon, dass es rausfällt, das war ja bis gerade eben nicht klar, wenn ich jetzt hier in den C-Clamp gehe, was ich zum Beispiel sehr gerne mache, ja, es ist eine Airsoft, das muss man nicht unbedingt machen, ist schon klar, mache ich dennoch, würde ich genau hier anfassen und habe dann diesen kleinen Pin, also diesen kleinen Knopf, genau hier in dem Weichen von meiner Hand, in diesem, ja, keine Ahnung, halt. Das ist hart nervig. Also das ist richtig nervig, es gefällt mir überhaupt nicht. Wird halt bei der echten vermutlich auch so sein, deswegen haben sie es so gebaut. Nervt mich. Wäre auf der anderen Seite vielleicht geiler, würde es wieder einen Linkshänder nerven. Okay, ja, können wir jetzt nichts machen. Ist halt einfach so. Wenn wir einmal oben drauf sind, hier haben wir eine schöne Picatinny-Rail, von vorne bis hinten durchlaufend. Außer eben dieses kurze Stück, was ausgespart ist. Hier vorne hätten wir dann noch was für eine Packbox oder ähnliches. Boah, nie verkehrt auf alle Fälle. Gehen wir weiter nach hinten. Hier haben wir eine QD-Aufnahme für einen Sling. Nehmen wir uns mal hier so ein QD. Das ist jetzt hier der Begadi QD-Sling-Swivel. Rastet schön ein, das Ganze hier. Wackelt natürlich ein bisschen rum. Was ich hier dran auch nicht so geil finde, ja, das ist halt so ein extremer Zylinder jetzt so nach außen. Sieht ein bisschen bekloppt aus. Wäre vielleicht schöner gewesen, wenn man einfach hier noch ein Loch reingefräst hätte, dann diesen QD, also ein bisschen Stahl eben reingemacht, damit der QD ordentlich reingreift, wie das zum Beispiel bei vielen AR-15-Modellen so ist. Hätte meiner Meinung nach mit Sicherheit um einiges besser ausgesehen. Wird aber vermutlich eben bei einer Masada ähnlich gebaut sein. Deswegen haben sie das einfach so hier rangebaut. Sieht halt meiner Meinung nach ein bisschen bekloppt aus. Auf der anderen Seite haben wir genau das gleiche für links und rechts Schützen sozusagen. Hier haben wir den Ladehebel, der hat quasi die Funktion, dass wir hier das Hop-Up-Fenster öffnen können. Ich finde, das geht sehr, also ich finde, der fühlt sich irgendwie sehr gut an. Der hat so ein bisschen Widerstand drin. Ich finde, das fühlt sich wirklich sehr, sehr gut an. Also das, ich weiß gar nicht genau, wie ich das jetzt beschreiben soll. Hier ist so ein bisschen Widerstand. Schön, schön. Bleibt dann eben hinten hängen, damit man hier quasi an dem Hop-Up einstellen kann und über den Bolt Catch, welcher sich hier befindet, links wie rechts, das ist quasi, wie man hier sieht, ein durchgehender Block, lässt sich das Ganze dann wieder schließen. Sehr schön. Funktioniert richtig gut. Der Hebel lässt sich links wie rechts montieren. Könnt ihr quasi hier dann nach hinten ziehen und dann, wenn ihr das Ganze auseinandergebaut habt, kriegt ihr das quasi auseinander und könnt das dann links wie rechts montieren. Machen wir oben gleich weiter bei der Kimme. Die ist nicht montiert, wenn ihr das Gerät kriegt. Die ja, passt einfach so in die Kiste rein. Wir haben das natürlich drauf montiert, weil es sieht sonst ein bisschen nacksch aus hinten. Und die Kimme, oh, was soll ich sagen? Um quasi das Ganze rauszuholen, müsst ihr es ein bisschen nach drüben drücken und nach oben. Dann wird die über die kleine Feder schnappt die nach oben. Und man könnte jetzt hoffen und meinen, dass die jetzt fest ist. Das ist sie nicht. Also, die lässt sich nach links und nach rechts, unten, nach hinten. Also, ich weiß nicht, das kann man absolut vergessen. Die meisten Airsoft-Spieler spielen ja eh nie mit Kimme und Korn, weil es halt auch Quatsch ist. Und wenn man halt nichts drauf hat, kein Red Dot oder so, guckt man halt, wo die erste Kugel hinfliegt und schießt dann in etwa so. Aber das hier, das ist schon Hardcore.
Also es muss halt quasi ein bisschen wackeln, weil man ja, wenn ich das jetzt wieder einklappe, muss ich es ein bisschen rüberdrücken, damit es dann hier über diesen kleinen Nupsi hier arretiert wird und eben beim Rausholen das Gleiche. Aber so viel, das muss nicht sein. Was hier wiederum sehr cool ist, wir können das Ganze natürlich rechts, links einstellen und auch in der Höhe über diesen Hebel hier. Hier sind sogar Zahlen aufgemalt, also quasi für 200, ich nehme jetzt mal einen Meter, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Das ist natürlich für das Airsoft absoluter Quatsch, absolute Spielerei, aber ich finde es cool, dass sie es mit dazu gebaut haben. Quasi hier über Klicks können wir jetzt sozusagen hier die Höhe einstellen. Das ist schon ziemlich cool. Ist halt wirklich reinste Spielerei, aber nice. Hier haben wir den Magazinlöseknopf, wie bei so einem AR-15, ganz easy peasy, auch beidseitig wieder das Ganze hier. Ja, also beidseitig, die Waffe ist halt komplett für links wie rechts Schützen gebaut. Hier hinten haben wir den Feuerwahlhebel und der knarzt auf dieser Seite hier extrem. Der ist hier ein bisschen schief, ich weiß nicht, ob ihr das hier erkennen könnt. Der ist hier offensichtlich ein bisschen schief, sodass hier unten die Kante, wenn ich die weghebel, geht's, einfach am Außenmaterial hier an dem geriffelten Kunststoff einfach rumknarzt hier. Also das schleift quasi hier oben drauf. Das fühlt sich einfach nur fürchterlich an. Richtig fürchterlich. Ich weiß nicht, ob ihr das hier erkennen könnt. Hier sieht man sogar schon ein bisschen, wenn es jetzt quasi auf Safe steht. Oder nicht ganz auf Safe tatsächlich sogar. Ist sogar hier schon so ein bisschen abgeschubbert. Sind dein Griffelfinger weg? Das kann man nicht sehen. Okay, Griffelfinger ist weg. Sieht man? Gut. Ja, jetzt sieht man, ja. Okay, auf der anderen Seite haben wir das Problem nicht. Hier ist genug Platz. Ich weiß nicht, ob ich das mal so hier hinhalte, ob ihr das hier erkennen könnt. Hier ist genug Platz. Da schabt das auch nicht so. Ich weiß nicht, ob man das jetzt einstellen kann, ob man hier vielleicht noch irgendwie ein bisschen dran rumbasteln kann, dass das quasi, dass hier ein bisschen weiter reingeht, drüben ein bisschen weiter raus. Könnte man vielleicht probieren. Sind wahrscheinlich vielleicht irgendwelche Fertigungstoleranzen oder weiß der Kuckuck was. So, dann haben wir hier den Griff. Ja, ganz einfach. Lässt sich gut greifen. Ein bisschen angeraut hier, ja, nichts Besonderes. Hinten haben wir den Schaft und ja, so richtig, irgendwie ist er geil, aber irgendwie auch leider nicht so richtig. Erstmal haben wir zwei verschiedene Farben, wie ihr wahrscheinlich erkennen könnt, hier und hier. Dann haben wir gerade die Grate des Todes, also zum Beispiel gerade hier oben. Extremer Grad. Du musst die Finger wegnehmen, sonst sieht man die. Sorry. Hier unten, extreme Grade hier. Zieht sich bis hier rüber. Also hier ist richtig, also hier hört man es auch richtig. Genau, wir gehen nochmal ganz kurz zurück, weil hier ist auch ganz, ganz schlimm hier drinnen. Kann man das erkennen? Hier drin? Du weißt schon, wo ich die Kamera gerade habe. Na, kann man das hier erkennen? Ne, mach nochmal den Stück hoch. Wie denn so? Ich weiß es dann, ich sehe da die Kamera. So, jetzt hier den Draht. Also der ist so super hässlich. Finger weg. Super hässlich hier. Also das ist auch auf der Seite genau das Gleiche. Also die Grate kann ich mich nicht mit anfreunden. Ganz ehrlich, kann ich nicht. Gehen wir wieder zurück zum Schaft. Ja, also überall haben wir halt Grate. Okay, ist jetzt halt so. Den können wir in der Länge einstellen, in mehreren Positionen. Da müssen wir hier die beiden links wie rechts reindrücken. Und dann haben wir hier, wie man hier sieht, die ganzen Rastpositionen. Ja, das läuft jetzt nie super smooth, aber ja, wie oft stellt man denn das ein? Das geht schon. Kann ich mich jetzt nicht beklagen. Die Wangauflage, die kann man auch einstellen. Und das fühlt sich einfach nur so widerlich an. Man muss die ganze Wangenauflage nach hinten drücken, sodass quasi dieser Nupsi dann hier vorne drin ist. Und dann kann man das in der Höhe einstellen. Und das fühlt sich einfach nur irgendwie scheiße an. Oh, hier eben mit den Graden. Macht das natürlich richtig Spaß, hier dran rumzufummeln. Ey, warum ging das vorhin?
ich blute hier gleich, wie ich hier weitermache. Jetzt, ging ja ganz einfach. Mensch, ging ja ganz easy. Jetzt können wir es quasi hier runter, ganz runterstellen oder halt in eine Position. Wenn ich jetzt ein bisschen überdrücke, seht ihr das hier. Hier ist quasi wieder so ein Nutzsystem. In diese Position ging es quasi noch. Die hier oder dann eben in etwa so. Wenn ihr es dann quasi in der Position in etwa habt, oder machen wir mal ganz runter, zieht ihr das Ganze wieder nach vorn. Es rastet hier hinten wieder ein. Also das fühlt sich, ihr seht das ja, das sind ja einfach nur, das ist ja einfach nur Kunststoff auf Kunststoff. Und genauso fühlt sich das auch an, das Einrasten. Das ist kein richtiges Einrasten, das ist irgendwie einfach nur, ja, es fühlt sich ganz nasch an. Ganz, ganz komisch. Okay, es funktioniert. Also es lässt sich, wenn es einmal eingerastet ist, bleibt es auch in der Position. Ihr könnt euch ja vielleicht an die ARK erinnern, wo man das einfach nach oben ohne Widerstand wegziehen konnte und nur nach unten das Ganze eingerastet ist. Das ist hier nie der Fall. Durch dieses Nut- und Federsystem quasi rastet es dann auch richtig ein. Es ist dann fest. Aber das fühlt sich, das Einstellen fühlt sich irgendwie komisch an. Sehr, sehr komisch. Das Ganze könnt ihr noch einklappen hier. Ihr betätigt hier quasi diesen Knopf. Ihr könnt dann hier, ja, das Einklappen ist halt zum Transport. Es wird jetzt nie sonderlich gesichert, nur hier durch das, also quasi, weil das hier dann reinrutscht mit so einer Feder, rutscht das dann hier rein und wird dann so gesichert. Das ist nie sonderlich fest. Wie ihr jetzt hier schon sehen könnt, wenn ich hier ein bisschen rumnuddel hier, kommt der Pin raus. Ist ja sogar gerändelt, das nützt offensichtlich nichts. Der kommt hier raus, also müssen wir ihn wieder in die Form bringen. So, müssen wir wieder reinstecken, damit er nicht verloren geht. Aber ich glaube, das ist auch sehr unschön auf dem Spieltag. Ja, wenn ich ihn wieder ein bisschen rumnuddel, kommt er wieder immer ein bisschen weiter raus. Das ist schon ein bisschen nervig hier, das Ganze. Wird jetzt vermutlich nie ständig ein- und ausgeklappt. Aber ja, man hätte das vielleicht schon besser machen können, das hier. Ja, gerendet ist es ja. Es hält halt trotzdem leider nicht. Hinten kommt man dann übrigens ans Federschnellwechselsystem. Da muss man dann die Schraube hier entfernen und ein paar Pins, da kommen wir dann später mal dazu. Der Rebo hat in seinem Video erklärt, dass wenn der Feuerwehrhebel ein bisschen hakelig geht, einfach nur die Schraube ein bisschen lockerer schrauben. Da habe ich bei mir natürlich gleich mal geguckt, ob das vielleicht dieses Hakeln daran vielleicht liegt. Bei mir war die schon sehr locker. Also bei mir war die so locker, dass ich die hätte mit dem Finger rausdrehen können. Ich habe die eher sogar noch fester geschraubt, damit sie jetzt fest ist. Woran das jetzt liegt, ob da irgendjemand schon mal was dran rumprobiert hat, das kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Klappen wir den ein, drücken den Pin wieder runter, so dass der wieder so sitzt, wie er soll, und kommen mal nach hinten. Hier haben wir was für einen Sling und hier haben wir was für einen Sling. Ja, hier ganz easy peasy, einfach den Gurt durchfädeln. Das funktioniert genauso, wie es soll. Hier oben haben wir ein kleines Problem. Wir haben jetzt hier eben wieder das DQD hier von Begadi. Hiermit geht's. Stecke ich rein, ist fest. Jetzt habe ich aber noch so ein Sling-Swivel von irgendeinem China-Hersteller. Ist relativ günstig. Hat aber, funktioniert ja bei anderen Waffen auch. Aber hier hinten nicht. Rastet nicht ein. Auf der Seite ist ein bisschen besser als auf der. Also auf der geht es überhaupt gar nicht. Und zwar wird es einfach daran liegen. Hier ist viel mehr Material als hier. Und dadurch, dass der Kunststoff hier halt, also dass quasi diese Metallhülse weiter reingedrückt ist und demzufolge hier nochmal ein Rand entsteht, wird der Rand einfach auf den hier drücken und du kriegst das Ding einfach nicht weit genug reingedrückt. Wenn jetzt dieser Rand quasi nicht da wäre oder der Abstand von dem Metall zu dem Rand nochmal einen Millimeter mehr wäre, würde es vermutlich funktionieren. Ist halt hier leider nicht der Fall. Da müsst ihr quasi sehen, was ihr da habt. Wie gesagt, bei denen von Begadi funktioniert es. Die sind hier offensichtlich so schmal, dass ich das runtergedrückt kriege. Genau, und das funktioniert. Das macht genau das, was es soll.
Die hier geht zum Beispiel vorne, da ist ja der Rand nie da. So, funktioniert perfekt. Also ist jetzt nicht so, dass das Teil generell schon mal nicht funktioniert, sondern es funktioniert. Genau, müsst ihr halt einfach aufpassen, was habt ihr schon da oder was müsst ihr euch besorgen. Die von Begadi funktionieren bei uns. Ganz hinten als allerletztes haben wir noch eine schöne gummierte Schaftkappe. Ja, fässt sich gut an. Schön harter Gummi hier. Perfekt, liegt gut in der Schulter das Ganze. Sind wir durch mit den Details, kommen wir zu den Markings. Da haben wir tatsächlich nicht sonderlich viel. Wir haben hier M-Lock stehen, weil das eben eine M-Lock Rail ist. Dann haben wir hier Begadi und das FM5-Eck. Und dann haben wir halt noch hier die Zahlen. Das war's. Viel mehr ist hier nicht. Und dann haben wir hier natürlich die Piktogramme für Feuer, Dauerfeuer, was bei uns nicht funktioniert, und Safe. Ja, das war's. Das ist relativ übersichtlich, marking-technisch. Das war's. Kommen wir zum nächsten Thema. Kommen wir mal zum Federschnellwechselsystem. Das haben wir jetzt schon mal auseinandergebaut, um uns das Ganze mal anzugucken. Oh mein Gott, diese Pins, die sitzen echt verdammt gut. Also wir haben es jetzt schon einmal aufgehabt, aber wir glauben, dass das jetzt beim nächsten Mal trotzdem noch genauso ein Kampf wird. Fangen wir mal an. Zuallererst lösen wir hier hinten die Schraube. Das geht relativ easy. Imbus. So. Weg damit. Jetzt müsst ihr den und den Pin rausklopfen. Und das geht sehr, sehr nervig. Mal sehen, ob es jetzt schon mit der Hand geht, aber nee, macht's nicht. So, raus sind sie. Easy peasy, wie ihr gesehen habt. Also, die sind sehr, sehr fest. Das wird sich natürlich alles nuddeln. Die Frage ist natürlich, wie oft baut man denn das Ding auseinander? Also, ist wirklich krass. Jetzt zieht ihr quasi die beiden Hälften ein bisschen auseinander. Passt dabei auf, nicht so weit ziehen, also könnt ihr ruhig machen. Hier sind halt die Kabel, ihr zieht euch dann so die ganzen Kabel mit hinterher. Deswegen am besten nicht zu weit ziehen und nicht klappen, weil die Nozzle ist einfach zu lang, die bricht euch sonst vermutlich ab. Zieht euch das hier alles ein bisschen nach hinten. Das geht jetzt auch ein bisschen schwierig, also beim ersten Mal haben wir auch fast das ganze Gerät hier durch den Raum geschmissen. Na, ein bisschen muss noch. Das ist halt immer so eine Sache, man will nicht so weit, hier ein bisschen noddeln. Hier hält es halt besonders hier fest. Hier hält das ganz besonders. So, jetzt habt ihr das so. Jetzt könnt ihr quasi hinten das Ganze ein bisschen... Na, scheiße, jetzt muss ich mal ein bisschen raus. Ein bisschen reingerutscht hier das Ganze. So, könnt ihr das abschlagen. Und dann kommt ihr hier hinten an das Federwechselsystem. Das schnell lassen wir jetzt mal weg, an das Federwechselsystem ran. Dann das Ganze wieder zusammenbauen und weiterspielen. Ein kleiner Nachtrag, falls ihr es geschafft habt, das so weit auseinanderzuziehen wie wir beim ersten Mal, dann wird euch auffallen, dass dieses Blech hart im Weg ist beim wieder zusammenbringen. Dann müsst ihr halt einfach nur den Ladehebel ein bisschen nach hinten schieben. So, dann tut er euch da nämlich nicht mehr so schwer. Weil wir haben rumprobiert und dann ist uns aufgefallen, ja, wenn wir einfach den Ladehebel nach hinten schieben, ist das Blech nicht mehr hier vorn, wo es quasi nicht reingeht, sondern hier hinten, wo dann quasi auch die Aussparung für das Ganze hier ist. Und dann geht's. Easy peasy. Also einfach ein bisschen am Ladehebel rumspielen. Vielleicht fällt euch das, hätte euch das auch eher aufgefallen, wäre euch das eher aufgefallen als bei uns. Wir haben da schon 10 Sekunden für gebraucht, mindestens. Ja, genau, jetzt eben wie gesagt das Ganze wieder zusammenbauen. Das geht natürlich genauso von den Pins genauso schwer wieder wie beim Auseinanderbauen. Müsst halt wieder klopfen wie Sau. Die Schraube ist dann easy, hinten die. Die, wie gesagt, nicht zu festschrauben. Rieber meinte, wir haben das jetzt nie ausprobiert, Rieber meinte, dass sonst hier der Feuerwehrhebel hakelt. Genau. Kommen wir zum Akku einlegen und zum Ansprechverhalten. Wir haben jetzt den Akku schon mal drin. Ich zeige euch dann noch gleich, warum der jetzt schon drin ist. Kommen wir direkt zum Ansprechverhalten sozusagen.
schalten wir hier auf Semi. Und dann haben wir hier einen ganz schönen Weg. Und dann kommt ganz am Ende. Also hier ist quasi, gefühlt ist hier überhaupt nichts mehr. Ich bewege meinen Finger quasi fast gar nicht und die schlägt ab. Also es ist wirklich auf dem allerletzten Stück. Das ist prinzipiell natürlich überhaupt nicht schlecht, weil man kann relativ schnell triggern, ohne großartig den Finger bewegen zu müssen. Was uns hier aufgefallen ist, die ist extrem laut und so ein bisschen kreischend. Kreischend ist nie so krass, aber extrem laut. Das war jetzt ein 11.1er Akku und ja, ihr wisst ja, hier ist ein Core drin. Das ist natürlich alles. Ja, es ist halt, wie es heutzutage bei den Core-Waffen halt einfach ist, einfach alles geil. Es funktioniert halt einfach super. So, nehmen wir das Ganze mal raus. Und es wird einfach nur, es wird schrecklich. Ihr werdet es jetzt sehen, es ist einfach nur zu kotzen. Ihr müsst als allererstes diesen Pin hier rausschlagen. Das macht er entweder mit dem Finger oder nehmt euch mal irgendwie ein kleines Werkzeug, um den ersten Zentimeter hinzubekommen. Der geht nämlich sehr, sehr stramm raus. Der ist jetzt nicht gesichert, ihr zieht den einfach raus, könnt ihn vielleicht hier drin hängen lassen, aber ist Quatsch, legt ihn einfach zur Seite. Und dann müsst ihr das ganze Frontset hier abziehen und das geht richtig beschissen, weil hier ist richtig Druck drauf auf dem Ganzen. Das ist, ich habe jedes Mal Angst, dass hier den Akku hinterher ziehst und alle Kabel aus der Waffe rausziehst hier. Was auch richtig schlecht ist, ihr seht es hier unten, diese ganzen Einschläge hier, das ist, weil ihr, ja, wie soll ich das erklären, also das Ganze hier, diese kleinen Nuten, die rutschen hier rein. Und wenn ihr das natürlich rauszieht, ab dem Punkt, wo das rausgerutscht ist, geht es easy. Ihr habt aber natürlich schon mit so viel Kraft gezogen, dass ihr das nicht mehr einfach bremst, vermutlich zumindest. Und deswegen rutscht ihr natürlich dann hoch und runter, wenn ihr das Ganze rauszieht hier. Ab diesem Punkt, wo die raus sind, rutscht ihr natürlich hoch und runter. Und dann schlagt er einfach mit der Kante, schlagt er einfach hier an. Deswegen sieht das hier schon so scheiße aus. Das wird sich alles beim mehrmaligen Gebrauch natürlich alles einlaufen hier. Das wird dann alles funktionieren. Am Anfang macht es auf alle Fälle keinen Spaß. Ist richtig, richtig hässlich. So als ein 11.1er 1530 60C. Wir stecken mal ein 7.4er an, einfach nur um das mal klar zu machen, wie die Waffe da klingt. Zu hören. Akku wieder raus. So, jetzt beim Akku einlegen. Ihr habt es ja gerade beim Rausfummeln mitgekriegt. Es ist erstmal sehr schwierig, einen Akku zu finden, der hier reinpasst. Also bei uns hat tatsächlich auch nur der hier gepasst. Alles andere ist irgendwie zu groß, will hier nicht richtig drunter passen. Hier ist schon extra ein bisschen ausgeschliffen, hier, dass ein bisschen mehr Platz ist. Und trotzdem will es einfach nicht passen, dass man das Ganze hier drüber schieben kann. Das ist richtig zum Kotzen. Die Akkus, die ich zum Beispiel zu Hause hatte, da hat kein einziger hier reingepasst. Ich habe es dann einfach aufgegeben. Richtig zum Kotzen. Also das Einlegen ist wirklich einfach nur super nervig. Wir haben jetzt, wie gesagt, ja den, der hat ja gepasst, das habt ihr gesehen. Ihr könnt jetzt sehen, dass ihr vielleicht eine Zelle hier reinlegt und links und rechts jeweils eine und so. Aber es ist einfach schrecklich. Ich mache das, ich zeige euch jetzt mal ohne Akku, wie das Ganze hier wieder drauf geht. Das ist nämlich auch schon super nervig. Wie gesagt, das wird sich alles irgendwie ein bisschen zurechtschleifen, dass das dann passt, aber wenn die neue ist, einfach nur super nervig. Also ich popel jetzt mal die Kabel hier rein und jetzt versuche ich mal das Ganze wieder drauf zu schieben. So, und dann mit Schmackes. Seht ihr jetzt vermutlich gerade nicht, mit Schmackes nach hinten, damit eben dieses Nutfedersystem hier vorne richtig reinkommt. Und dann guckt ihr durch das Loch, wo ihr den Pin durchstecken müsst und seht,
dass es einfach nie passt. Und dann müsst ihr die Waffe aufrichten. Jetzt seid ihr eben aus der Sicht. Und müsst das mit viel, viel Schmackes nach unten drücken. Und währenddessen den Pin reinstecken. Die helfen. Jetzt ist er drin. Und jetzt müsst ihr euch das Ganze mal vorstellen mit dem Akku hier drin, der die ganze Zeit rausfallen will, der ja nicht hält, der wäre aus. Absolut zum Kotzen. Absolut zum Kotzen. Also wirklich, vielleicht, Leute, wenn wir uns dumm anstellen, schreibt's drunter. Ganz ehrlich, schreibt's drunter. Aber sowas Scheiß, sowas Beschissenes. Das hält jetzt natürlich bombenfest, also da brauchen wir nichts sagen. Das hält bombenfest, als wäre es ein Teil hier. Als wären das nicht zwei Teile, die aufeinander geschoben werden. Aber so nervig mit diesem scheiß Akku. Boah, zu kotzen. Was natürlich als nächstes ziemlich, naja, schon irgendwie unangenehm ist. Durch die ganzen M-Lock-Löcher hier drin, seht ihr natürlich die Kabel und den Akku hier drin. Das ist natürlich ganz schön nervig. Müsst ihr vielleicht, entweder macht ihr euch hier solche M-Lock-Cover drüber, dann seht ihr das quasi nicht mehr. Oder ihr macht, ihr tut von hinten irgendwas davor kleben, dass es nicht mehr zu sehen ist. Da kann es natürlich wieder passieren, wenn ihr das drauf schiebt und der Akku ist drin, dann fällt das alles wieder raus, weil der Akku dagegen drückt. Werdet ihr dann sehen. Also das ist halt auf alle Fälle nicht schön, dass man die ganzen Kabel und so alles hier durchsieht. Aber so ist es halt. Wenn da mal vorne der Akku drin ist, dann ist es halt genauso. Also Akku einlegen, ja, kann ich mich überhaupt nicht für begeistern, ganz ehrlich. Da bin ich froh, dass ich einfach nur an der Stocktube die Stock abmache, den Akku reinschmeiße, wieder dran mache und fertig ist. Da bin ich wirklich sehr, sehr froh. Kommen wir zu dem Magazin Wiesefieden, das blenden wir euch unten ein. Fangen wir gleich mal mit dem Originalmagazin an. Also, ey, meine Fresse. Es ist jetzt schon ein bisschen besser geworden, aber meine Fresse. Also die gehen sehr, sehr schwer rein. Man muss es so ein bisschen nach vorne drücken, hat man jetzt vielleicht nicht gesehen. Quasi so ein bisschen nach vorne drücken, dann rutschen sie rein und halten hoch. Also wackelt quasi gar nicht hier, das Ganze, links und rechts nicht, nach vorne und hinten quasi überhaupt nicht. Kommt dann auch ordentlich raus, aber beim ersten Mal ging es leider nicht so easy. Der Tom blendet euch jetzt nochmal ein Bild ein, wie das Ganze hier vorne aus, wie diese kleine Nase hier aussieht, die quasi die Kugeln zurückhält, bis sie im Magazin sind und die quasi die Nase nach hinten geschoben wird. Die ist extrem abgeschliffen bereits. Also wir haben jetzt noch nicht sonderlich viel mit diesem Magazin gemacht und mit der Waffe. Die sind schon extrem abgeschliffen und seit das recht abgeschliffen ist hier drin, seitdem geht es auch besser rein. Also beim ersten Mal habe ich mich richtig, richtig, richtig schwer getan. Ich habe auch gedacht, ich breche gleich irgendwas auseinander. Das war richtig, richtig schrecklich. Jetzt geht es besser. Es ist ein bisschen hakelig noch. Ich kann mir vorstellen, wenn sich hier noch ein bisschen mehr abschleift an dieser kleinen Nase, geht es perfekt. Die Magazine, die richtig, richtig gut gehen, das sind leider die, bei denen ich nicht weiß, von welchem Hersteller. Das sind einfach nur ganz normale Stahlblechmagazine. Da habe ich mir mal super viele davon zugelegt. Das geht super easy rein, schnappt sofort, rastet sofort ein. Mangelt leider ein bisschen. Aber finde ich jetzt überhaupt nicht so schlimm. Also es wackelt ja bei fast allen Kniften irgendwie so ein bisschen. Deswegen absolut verschmerzbar. Geht easy raus. Nicht schlecht. Das nächste, was wir haben, ist ein INC-Magazin. Das geht auch gut rein. Wackelt genauso ein bisschen rum. Aber passt gut. Geht auch easy peasy raus. Das nächste, was wir haben, ist ein Nuprol Midcap. Das geht auch easy rein, aber man kann es rauswackeln. Also wenn ich hier einfach arg dran rumwackel, kommt es raus, ohne dass ich hier den Hebel betätigt habe. Ja, nicht so geil. Dann haben wir noch ein ICS-Magazin. Hier haben wir genau das gleiche mit dem Rauswackeln, aber noch viel schlimmer. Hier ist quasi gar kein Widerstand mehr da. Steckt es rein und kann einfach ziehen. Zieht es einfach raus. Hier haben wir noch ein EPM-PTS. Ja, das ist genau das gleiche wie beim ICS-Magazin. Ihr zieht es einfach wieder raus. Hier ist sogar passiert, ich habe das Bild ja mitgemacht, habt ihr wahrscheinlich am Anfang gesehen. Das ist uns einfach rausgefallen. Beim Rumlaufen ist uns das Magazin einfach rausgefallen. Also, ja, absolut nicht zu empfehlen, das Ganze.
So, jetzt haben wir die Magazine abgehakt. Kommen wir zum Hop-Up. Und zwar, ihr betätigt einfach den Ladehebel. Das Blech rastet hier schön im Bolt Catch ein und ihr könnt schön hier drin herumfingern. Hier habt ihr eine Rotary Hop-Up. Und zwar ist das die erste für eine Masada. Deswegen, also wir gehen davon aus, dass deswegen auch der hohe Preis zustande kommt, weil man eben hier quasi die erste Rotary Hop-Up quasi auf designt hat dafür, für diese Airsoft. Genau, ja, wenn ihr das dann eingestellt habt, einfach hier den Bolt Catch betätigen, das Blech rastet wieder vorne ein und es kann losgehen. Finch hat euch gerade eben erklärt, wie ihr das überhaupt einstellen müsst und ich sage euch jetzt nochmal, was mir beim Schusstest aufgefallen ist, beim Reichweitentest und worauf ihr achten müsst, falls ihr das Federschnellwechselsystem benutzt, das heißt, ihr die Waffe auseinanderbaut. Also, was ist mir aufgefallen? Hop-Up-Leistung ist bombastisch. Also für eine Out-of-the-Box-Waffe ist das wirklich super. Ich habe geschossen mit 0,28, 0,30, 0,32 und das hat die Waffe super gehabt. Also 0,28 kriegst du definitiv zum Überhoppen, 0,30 fliegen schon bedeutend besser, was die Stabilität angeht. Wir hatten beim Schusstest, war es etwas windig, also nicht stürmisch, aber schon etwas windig. Und 0,32er haben dann die besten Ergebnisse geliefert. Damit kriegst du auch mit leichten Overhop, also triffst du jetzt nicht gezielt Einzelschuss, aber schon so 3-4er Burst, triffst du auf 75 Meter einen Reifenstapel bestehend aus 4 Reifen. Das ist durchaus drin und das ist wirklich beachtlich. Also für eine Out-of-the-Box-Waffe ist das schon echt sehr gut. Was ist mir aufgefallen beim Hop-Up-Einstellen? Es ging als erstes nie, weil wir haben nie darauf geachtet, ihr habt natürlich dieses Rädchen, wenn ihr die Waffe auseinanderbaut und das Rädchen rutscht euch runter und ihr steckt es einfach nur wieder drauf, dann greift dieses Rädchen nicht in die Nase zum Einstellen. Da guckt so eine kleine Nase raus, das heißt, mit dem Schraubenzieher kurz die Nase anheben, das Rädchen bis ranschieben und gucken, ob es dann geht. Und dann erst die Waffe zusammenbauen. Weil diese Pins, die sind einfach der Hass. Also du musst wirklich Werkzeug haben, um diese Pins lösen zu können. Zumindest, wir haben die jetzt 4-5 Mal auseinandergebaut, wenn das reicht. Und die Pins gehen immer noch sehr schwer. Also wirklich. Also wenn ihr da was machen wollt, habt Werkzeug dabei. Gut, das war's zum Thema Hop-Up. Einwandfreie Leistung, lässt sich super einstellen, schön feinfühlig. Top. Das passt. Sehr, sehr, sehr geil. Und was mir gerade noch einfällt, was ich gerade vergessen habe zu erwähnen, wenn ihr über 0,36, also über 0,32 hoppen wollt, dann schreibt Begadi, dadurch, dass hier so ein Kunststoffarm, Kunststofflever drin ist, dass der Druck nie ausreicht. Da gibt es extra einen Alu-Tensioner, ich glaube es war Alu, den man extra bestellen kann, dass der Druck besser aufgebaut wird für 0,36er. Also wenn ihr damit mehr Gramm spielen wollt als 0,32, dann vergesst den nie bei eurer Bestellung mit anzuklicken. Kommen wir mal zum abschließenden Fazit. Also Pro ist auf jeden Fall schon mal das Design. Es ist keine AR-15, es ist keine AK, es ist wirklich eine wunderschöne Masada mit diesem M-Lock-Vorderschaft und dann auch in dieser B-Color-Version. Das Teil sieht einfach wirklich sexy aus. Was ist noch positiv? Das Core ist ja immer verbaut, super Ansprechverhalten. Es ist schön, dass Begadi das in jede Waffe mittlerweile reinbaut. Es hat einfach einen Pluspunkt. Dann haben wir das Hop-Up-System und die Leistung. Wenn man den Vergleich zieht zu vorherigen Masadas, ist das jetzt ein gewaltiges Upgrade. Es lässt sich super fein einstellen. Es hoppt BBs out of the box bis 0,32 Gramm. Und ihr könnt auf 70, 75 Meter im Salvenschuss auf jeden Fall noch was treffen. Das ist, was wir jetzt bisher so auf dem Tisch hatten, ist das mit eins der besten. Dann haben wir den Lieferumfang. Ihr habt zwei Magazine dabei, ihr habt einen Laufreinigungsstab dabei, einen Speedloader. Das ist schon wirklich echt gut. Man könnte jetzt sagen, für 500 Euro sollte das mit dabei sein. Aber wenn wir jetzt woanders gucken, ist das halt auch nicht Standard. Weiterer Pluspunkt ist die Ambidex-Bedienbarkeit. Es ist alles beidseitig bedienbar. Ihr könnt den Hebel auf die andere Seite rüber montieren. Das ist wirklich ein Pro-Punkt. Kommen wir mal zu den Neutralpunkten. Da sind es ein paar mehr diesmal, als wir sonst hatten. Also fangen wir mal an mit dem Federschnellwechselsystem.
dadurch, dass die Pins bei uns so fest sind, kannst du nicht einfach das rausdrücken. Du brauchst halt wirklich zwingend Werkzeug und musst die bei uns komplett bis rausschlagen. Wenn du das einmal gemacht hast, wenn du die Pins draußen hast, dann ist es sehr easy, wie ihr ja gesehen habt. Von daher ist es ein Neutralpunkt. Es ist vorhanden. Ihr könnt mit Werkzeug das, die Feder in 10 Minuten wechseln und habt dann die Energie angepasst. Neutral deshalb, weil die Pins halt wirklich extrem schwer gehen bei unserer Version. Die Verarbeitung ist bei mir zweigeteilt. Wenn wir das reine Metall nehmen, hier oben, dann ist die Verarbeitung super. Bis auf diese wackelige Kimme hier, das ist halt... Aber mach das Ding ab, mach einen Scope drauf und fertig ist. Die Verarbeitung von Metall ist wirklich super. Der Spannhebel, das fühlt sich alles so super an und funktioniert super. Und dann kommt ihr zu dem Kunststoff. Der Griff ist super. Auch vom Ganzen, der lässt sich nie zusammendrücken und so weiter und so fort. Aber ihr habt halt überall diese Gussnähte. Die sind stellenweise, die sind halt nie entgratet. Also ich würde euch definitiv empfehlen, nehmt nochmal ein Schleifpapier, nehmt ein dünnes Cuttermesser oder sowas und entfernt diese Nahtstellen. Das, ja, also da, bei 500 Euro erwarte ich da wirklich, dass sowas entgratet ist und dass es halt einfach dann top aussieht. Wie es bei der schwarzen Version aussieht, können wir euch nicht sagen. Wir können jetzt nur für die Beer Color Version sprechen. Ja, und dort ist die Verarbeitung halt beim Kunststoff nie so geil. Da erwarte ich mehr als 500 Euro. Was ist noch neutral? Der Akku einlegen. Das Akku einlegen. Und zwar, der Pin hier geht erstmal extrem schwer raus bei unserer Version. Und das ganze Ding, das sitzt spielfrei drauf, aber du musst halt erstmal richtig ziehen, um das abzukriegen. Und dann auch, um es wieder drauf zu machen, du brauchst halt ein bisschen Kraft. Ein bisschen stellenweise zu viel Kraft, weil dadurch zerkratzt du dir halt auch hier die ganze Beschichtung. Das ist halt echt schade. Das Ding sieht jetzt schon ein bisschen used aus. Manche finden es geil, manche finden es nicht geil. Und sonst Akku einlegen hier vorne, die Zellen halt rein, friemeln. Ich bin es gewohnt damals vom G36, das ist definitiv genauso bescheiden. Und wenn du dann immer den Akku drin hast und das Teil wieder dran hast, dann siehst du halt überall hier die Kabel. Also wir würden euch definitiv empfehlen, macht euch hier so Joel-Cover dran oder irgendwelche Anbauteile, dass man die Kabel nicht so sieht. Oder macht schwarzen Schrumpfschlauch drum und holt euch einen Akku, der wie diese Amex, die relativ schwarz sind. Das ist hier vorne, das ist nie, ne, wenn ihr hier so einen blauen Akku drin habt oder so einen roten, das leuchtet halt und sieht halt aus wie, es sieht nicht schön aus. Dann, was haben wir noch? Der Fire Selector, dass der auf der einen Seite so kratzig ist. Also ich kann hier nur wieder, wir hatten letztens von A&K die MK46 und dort gab es halt auch wieder so Sachen, also A&K muss halt wohl massive Qualitätsschwankungen haben. Haben wir wirklich das Gefühl. Also die eine Seite ist top, die andere Seite, die ratzt halt hier. Ja. Ob man das so einfach beheben kann, ein bisschen abschleifen vielleicht, aber man muss halt wieder Hand anlegen und bei 500 Euro erwartet man das eigentlich nie. Kommen wir zu den letzten zwei Punkten, die wir als neutral bewerten. Und zwar die Magazinkompatibilität und das Originalmagazin. Warum neutral? Weil beim Frank passen zum Beispiel ganz viele Magazine. Und die passen halt einfach rein und die passen super rein und die wackeln auch nie. Aber beim Originalmagazin, na, ihr seht's, geht jetzt schon mittlerweile besser. Aber du musst das halt... Ja, du kannst halt nicht einfach den machen, du musst halt nochmal so ein bisschen, das wird mittlerweile besser. Hier ist schon, seht ihr das? Hier, ihr müsst halt nochmal so einen kleinen Nottler geben, dass es bei unserer Version halt einrastet. Beim Frank passen die Pimax, die PDS-Magazine von EPM, die Version 1 einwandfrei bei uns. Kann ich die halt rausziehen. Und dann schießt du mit dem Teil. Ja, ich habe es getestet. Du schießt 3 Schuss und dann fällt das Magazin auf den Boden. Weil das bei uns. Und da gehe ich wieder von Qualitätsschwankungen aus, weil beim Frank
passt das halt und er kann es irgendwie rausnippeln. Also, genauso das Nuprol-Magazin, das ist auch beim Schießen rausgefallen. Das hat bei Finch super funktioniert. Aber du musst halt wirklich nur ein bisschen ziehen, 3 Schuss und es fällt raus. Wenn ihr jetzt so macht und schießt die ganze Zeit so, dann findet das wunderbar, genauso das PDS-Magazin. Aber sobald du die Waffe halt so normal hältst und schießt, fällt ja das Ding halt raus. Also das ist halt so ein Ding, wo ich mir denke, warum? Warum geht es beim Frank und bei uns nie? Schwierig. Und dann der letzte Punkt ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir reden hier von 500 Euro. 500 Euro ist eine ganze Stange Geld. Hier gibt's. Warum ist es jetzt Preis-Leistungs-Verhältnis? Weil das Teil, das performt ja out of the box super. Mit dem Core, die Reichweite ist top. Das Hop-Up lässt sich super einstellen. Naja, das ist halt nie alles. Ne? Also hier ist halt nie alles Gold, was glänzt. Die Verarbeitung von dem Kunststoff, die ist eher so mittel. Die würde ich eher so bei 300 Euro vermuten, statt bei 500 Euro. Die Magazinkompatibilität, wie wir vorhin schon gesagt haben, die ist bei unserem Modell nie so sonderlich geil. Es ist schwierig. Es ist definitiv eine wunderschöne Airsoft, die man so sehr, sehr selten auf dem Spielfeld sehen wird. Und wenn ihr jetzt nie 2 linke Pfoten habt und könnt mit einem Schleifpapier und einem Cuttermesser umgehen, dann beseitigt euch die gerade oder bestellt euch die schwarze Version. Die soll laut dem Frank besser verarbeitet sein. Können wir jetzt nicht nachvollziehen. Wir haben nur die B-Color-Version, die bei ihm genauso bescheiden verarbeitet war. Es gibt halt nicht viele Alternativen. Ja, es gibt jetzt nicht so viel Masadas auf dem Markt. Da ist es mit einer der einzigen. Und wenn ihr unbedingt eine kurze haben wollt, mit einem geilen Frontset, dieser neuen Hop-Up-Kammer, dem System drin, dann seid ihr halt praktisch schon gezwungen, 500 Euro auszugeben. Ihr kriegt dafür viel, aber ich würde es eher einpreisen bei 400. Das ist gerade alles ein bisschen teuer geworden und von daher können wir das Preis-Leistungs-Verhältnis halt wirklich nur als Neutralpunkt nehmen. Negativ haben wir jetzt, Negativpunkte sind uns keine aufgefallen. Die Magazine, das kann man beheben. Es wird auch immer besser mit jedem Magazin, wo man es mehr reinsteckt. Oder er kauft euch halt einfach kürzere Magazine, also na, die E&C-Magazine zum Beispiel, die Pimax, das sieht eh viel besser aus. Tieper gerade, das kann man genauso beheben. Ja, also ganz krasse negative Punkte gibt es halt nie. Gut, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da, kostenloses Abo nie vergessen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.